Dieses Jahr wird eine der größten und erfolgreichsten deutschen Videospiel-Brands, Die Siedler, 30 Jahre alt. Ich selber bin großer Siedler-Fan. Deshalb ist das für mich etwas, wo ich aufhorche. Und parallel wurde nach mehreren versuchten Anläufen und insgesamt 13 Jahren eines Versuchs, den 8. Teil zu releasen, dieser endlich released. Aber Obacht, es gibt gar nicht nur 8 Teile. Es gibt 14,5. Na, vielleicht, also eigentlich 13 und 2 halbe. Leute, es ist gerade für die Siedler-Fans ein hartes Jahr, aber auch ein schönes Jahr. Denn genannter 8. Teil, der endlich in diesem Jahr rausgekommen ist, vorletzte Woche, wurde auf der einen Seite so hart zerrissen wie noch kein Teil vorher, denn er ist in einem katastrophalen Zustand. Unabhängig vom Inhaltlichen ist dieses Spiel einfach nach 10 Jahren Entwicklung und laut Insiderwissen 50 Millionen Euro Entwicklungsgage nicht fertig. Technisch einfach teilweise nicht spielbar. Die ersten Tests sind draußen, das Teil kriegt so 50-60% Wertung, das ist eine Katastrophe. Aber auf der anderen Seite kündigt der Siedler-Erfinder Volker Wertig ein eigenes neues Siedler-like an, was noch dieses Jahr in den Early Access gehen soll. Komplett abgesplittet von Blue Byte und oder Ubisoft, die bisher die Siedler gepublished hatten. Super interessant. Grund für mich, mal die ganze Historie von die Siedler aufzuzeigen. Denn das ist eine ganze Menge. Ich habe eben schon angerissen, es gibt gar nicht nur 8 Teile. Viele Personen haben eine tragende Rolle. Es gibt ja Siedler-Likes auch noch. Also, und darin finden wir auch Leute wieder, die teilweise schon vorher für die Siedler verantwortlich waren. Und das Besondere an der Siedlerreihe ist ja, dass das ein Riesenerfolg war in den 90ern. Also ein gigantischer Erfolg, gerade für die damalige Zeit, aber auch vor allem für den deutschen Markt. Und dann Anfang der 2000er das Ganze so geturnt hat, dass quasi nach den ersten 4 Teilen keiner der darauffolgenden noch eine Stringenz aufwies, wie man es von einer Reihe eigentlich erwarten würde. Ne, schaut man sich sowas wie Anno an, da weiß man genau, was die Anno-Rezepte, was das Anno-Rezept ist und worauf jeder Teil aufbaut. Das ist eine stringente Reihe mit klaren USPs, wo man versucht, von Teil zu Teil noch ja, so ein paar Kirschen auf der Torte zu platzieren oder auch mal hier und da ein, zwei Mechanics neu reinbringt. Aber im Grunde, wie gesagt, ist das eine stringente Story. Bei Die Siedler kann man ab einem gewissen Teil überhaupt nicht davon sprechen. Und auch darüber will ich heute mit euch reden. Vielleicht vorab, ihr merkt schon, das wird jetzt ein Monolog. Ich bin auch kein professioneller Videospiele-Journalist. Ich bin einfach nur ein Fan der Reihe, der ein gewisses Sprachrohr hat und sich darüber auch bewusst ist. Und ich bin irgendwie gar nicht mal so frustriert, wie jetzt die Siedler gelaufen ist. Weil ich auch da rigoros bin, als der 5. Teil rauskam. Ich habe den nie mir angeschaut, weil ich schon aus der Ferne dann in Magazinen erkannt habe, okay, das ist nichts für mich. Und ab da war die Siedler auch für mich erledigt. Ich habe das jetzt vor 2-3 Jahren hier auf dem Kanal nochmal nachgeholt alles. Und ihr findet auch von mir eine Siedler-Tierlist. Ihr findet von mir über jedes Siedler-Spiel einen großen Test. Ich habe das damals live gestreamt. Also Test in Anführungszeichen, war ein objektiv journalistischer Test. Und ich finde es einfach nur arschgeil interessant, was da alles abläuft. Weil für mich ist es auch genauso wie viele von euch wahrscheinlich, die jetzt so Siedler 18 und denken, was ist passiert?
Und für mich und vielleicht euch, die das so sehen, ist das einfach super interessant. Und man fragt sich, ja, why, how, also, what? Ne? Und deswegen habe ich mich mal hingesetzt, habe Artikel mir durchgelesen von 2002 und Interviews von 2007 und Wikipedia-Beiträge, Jubiläumsbeiträge, als Siedler 20 oder 25 Jahre alt wurde, etc. Und habe das mal versucht, alles zu komprimieren. Und damit legen wir jetzt los. Als erstes möchte ich gerne einmal darüber sprechen, was ist denn eigentlich die Siedler-DNA? Und da gibt es einmal die Sicht vom Erfinder von die Siedler, Volker Wertig, und nochmal meine persönliche. Zum einen, ich fange einfach mal an, ist da die systematische Wirtschaft. Das heißt, Entfernung spielt eine Rolle, Angebot und Nachfrage entscheidet, was wohin geliefert wird. Und das ist alles super interessant, weil man nichts dediziert steuert. Also man klickt nicht einen Dorfbewohner oder einen Arbeiter an und macht Rechtsklick auf den Baum und der sammelt da irgendwie 15 Holz, die man aber nicht sieht, und bringt die weg und dann ploppt das oben auf, oh, man hat jetzt 15 Holz. Sondern neben dieser systematischen Wirtschaft ist alles in der Welt von die Siedler nachvollziehbar. Jede einzelne Einheit, jeder einzelne Rohstoff ist genau nachvollziehbar mit dem Auge. You see, you get, nee, doch, what you see is what you get. Das bedeutet, der Siedler geht zum Baum, hackt den Baum, greift sich ein Holz und liefert das weg. Und dieses eine Holz wird dann oben aufgefertigt und du siehst es. Und du siehst das, wie das weitergeführt wird durch die angesprochenen Warentransporte. Und dann gibt es eine Wertschöpfungskette in die Siedler. Das heißt, das Holz, der Baumstamm, das Holz wird weiterverarbeitet im Sägewerk oder in der Köhlerei oder was weiß ich. Und so weiter. Und das ist alles recht einzigartig. Und das Besondere dabei ist, dass, wie gesagt, das passiert automatisiert. Man steuert das nicht. Man gibt quasi den Siedlern nur immer das Ziel vor. Baut ein Haus. So, und dann lehnt man sich zurück und die machen das dann. Hoffentlich. Das heißt, man steuert die eher indirekt auf Makroebene. Und das ist super interessant. Und daraus ergibt sich auch, neben dieser systematischen Wirtschaft und den Warenwegen, die zweite Komponente der Siedler-DNA, der Wuselfaktor, der Aquarium-Effekt. Das heißt, es macht einfach super viel Spaß zu schauen, was da für ein buntes Treiben ist, nachdem man einen Klick gesetzt hat. Yo, hier dicker Tempel. Und dann kann man eine halbe Stunde, ist übertrieben, aber man kann ja erstmal gucken, wie sich die kleinen Dudes da abrackern und das versuchen umzusetzen, was der Spieler oder die Spielerin will. Und dann, das sind so, sag ich mal, die zwei, drei Siedler-DNAs, die Volker Wertig definiert. Beziehungsweise eine Sache ist noch, dass das halt ein friedliches Aufbauspiel ist. Was ich jetzt nicht so besonders finde, weil das machen auch andere. Aber ne, es gibt keine Hektik. Es gibt nicht den, wie Maxim sagen würde, den RTS-Stress. Das ist hier kein kompetitives PvP-Spiel im Kern. Sondern, und da kommt dann so meine Definition hinzu, es ist ein, ja, friedliches Aufbauspiel, was eher ruhig verläuft, aber am Ende entscheidet immer die militärische, oder zählt immer die militärische Überlegenheit. Das heißt, ja, es ist schön, wie man da alles aufbaut und die Wirtschaft ankurbelt und versucht, dass da alle Waren, Transporte und so weiter alles gut läuft. Aber das Ziel ist es immer, einen militärischen Faktor zu erreichen, um Feinde zu bezwingen. Und ohne dieses Ziel wären nämlich all diese Siedeln ja ziellos. Ne? Es gäbe gar keine spannende Dynamik. Es ist eigentlich, die Siedler ist irgendwo immer ein Wettrüsten. Und dann gibt's auf die Fresse, manchmal schlagartig, wenn, ja, aber manchmal auch richtig heftige Frontenkriege, wo es vor und zurück geht. Das finde ich super interessant.
So, das sind die DNA-Bausteine laut Volker Wertig. Ich würde noch dazu setzen. Achso, und der Comic-Look. Klar. Ich würde noch dazu reinbringen, dass anders als bei den herkömmlichen Echtzeitstrategiespielen RTS gibt es eine sehr spezielle Gebietserweiterung. Das heißt, beim Warcraft 3 oder Warcraft 3 oder generell bei Warcraft schön Tower Rush machen. Du nimmst einfach direkt am Anfang Arbeiter, gehst zur gegnerischen Base und setzt die unter Druck. Oder bei Age of Empires kannst du am Anfang Scouts rushen und zum Gegner rüber. Oder auch da dann Gebäude schnell beim Gegner setzen und Truppen produzieren oder whatever. Bei Die Siedler geht das nicht. Die Siedler haben ein sehr spezielles... eine sehr spezielle Mechanik in Bezug auf Gebietserweiterung. Das heißt, nicht alle Areale auf der Map sind auch direkt zugänglich, sondern nur die, die in seinem die in dem Einflussreich des Spielers, der Spielerin liegen. Und diese Gebietserweiterung, da gibt es halt verschiedene Mechanics für. Meistens Türme, die das Gebiet erweitern. Das heißt, man setzt Türme am Rand und dann wird das Gebiet kreisförmig quasi erweitert. Aber es gibt auch spezielle Siedler, die die Grenzen peu à peu erweitern können. Aber es, ne, es ist einfach wichtig oder nicht, auf der anderen Seite nicht möglich, die ganze Map direkt erschließen zu können oder nutzen zu können, sondern man muss stetig, und das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich dann die Bremse, weshalb man dann auch erstmal nur wettrüstet und die Wirtschaft aufbaut, weil man das andere gar nicht machen kann. Man kann den Gegner nicht rushen. Das finde ich noch sehr speziell. Und das Kampfsystem generell. Bei jedem anderen RTS kannst du jedes Gebäude, oder bei fast jedem anderen, kannst du jedes Gebäude einfach angreifen von einem Gegner. Bei die Siedler nicht. Bei die Siedler schickst du deine Truppen zum Gegner, ob direkt oder indirekt. Und die greifen dann nur die Militärgebäude an. Also Festungen, Türme. Und diese werden dann in den meisten Fällen, nur mit sehr speziellen Units, oft nicht zerstört, sondern erobert und besetzt, und dann gehört einem dieses Gebiet. Und wenn man vorher angegrenzt hat, zählt das dann, ne, wieder Thema Gebietserweiterung, zählt das zu dem eigenen Reich, und man kann den ganzen Bums looten oder wird automatisch gelootet. Liebe ich immer. Das ist so für mich die Siedler-DNA. Also nochmal auf den Punkt gebracht. Die systematische Wirtschaft mit den Warenwegen, dass alles nur makroskopisch kontrolliert wird. What you see is what you get, Digga. Das heißt, alles ist mit den Augen nachvollziehbar, super unique. Also auch die Verarbeitung, man sieht das ja dann im Detail, wie die Waren weiterverarbeiten. Der Wuselfaktor, Aquariumseffekt. Und dann eher sekundär, oder was ich noch hinzufügen würde, ein Stück weit, ne, die spezielle Gebietserweiterung, das friedliche Aufbauspiel into immer Ziel, militärische Überlegenheit, das Kampfsystem, was sehr speziell ist, achso, ja, und der Comic-Look, aber ich denke mir, das haben ja viele Spiele. So, das einmal so als Grundlage. Und natürlich muss man hier anfügen, das ist jetzt die Siedler-DNA laut Volker Wertig, was man dann vor allem an der Traditionsreihe, also Siedler 1 bis 4 sieht. Wenn ihr die nie gespielt habt und nur jetzt beispielsweise Siedler 6 kennt oder so, dann denkt ihr euch vielleicht die ganze Zeit, hä? Stimmt doch gar nicht. Das nur als Anmerkung. So, fangen wir an mit der Geschichte von Die Siedler. Also, Die Siedler wurde 1993 von Volker Wertig entwickelt und produziert von Thomas Hetzler. Thomas Hetzler ist Mitgründer von Blue Byte und auch Produzent gewesen von Siedler 1 und 3, wahrscheinlich auch noch von anderen, vielleicht auch von Siedler 2, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber Volker Wertig war so der kreative Dude und der Thomas Hetzler hat das wohl produced. Und das war für Blue Byte damals ein relativ kleines Entwicklerstudio, deutsches Entwicklerstudio, was dann 2001 von Ubisoft aufgekauft wurde, war das ein Riesenerfolg. Also Die Siedler war ein wirklich heftiger Erfolg, Digga. Das kam sogar nach Amerika. Haben wir hier gespielt? Ich glaube, brauche ich nicht viel zu sagen. Viele der eben genannten DNA-Bausteine wurden da erfunden.
Volker Werdig hatte dann die Schnauze voll von den kleinen Siedlern und brauchte erstmal eine Auszeit. Blue White war aber nicht untätig und hat dann 1996 Die Siedler 2 rausgehauen. Das war auch super erfolgreich, aber streng genommen eigentlich nur zugänglicher und mit vielen kleinen Verbesserungen zu Siedler 1, also im Verhältnis zu Siedler 1. Das heißt, da wurde jetzt nicht krass viel neu erfunden, sondern, und das sagt dann auch später einer, der da verantwortlich war, der Thomas Häuser war es, glaube ich, der hat auch schon bei Siedler 1 mitgearbeitet, und eigentlich war Siedler 2 nur eine Ausführung der noch ausstehenden Dinge, für die es bei Siedler 1 keine Zeit mehr gab, so das Ganze runder zu machen. Ja, wie gesagt, Thema zugänglicher und viele kleine Verbesserungen. Dieses Spiel wurde dann schon im Jahr 1996 250.000 Mal verkauft. Das ist übertrieben viel. Das war dann auch so erfolgreich, dass Volker Werdig das wieder interessant fand, weil ursprünglich war gar keine Fortsetzung von Die Siedler wirklich geplant. Dadurch, dass es aber so ein heftiger Boost auch für Blue Byte war, die dann expandiert haben nach Großbritannien und hast du nicht gesehen, ist dann Volker Werdig zurückgekehrt als externer Mitarbeiter. Denn der hatte 1997 schon Blue Byte verlassen, aber dazu später mehr. Und dann gab es Siedler 3, 1998. Und das Ding, also da ist dann wirklich, da ist die Kasse, die hat dann geklingelt. Das Grundspiel wurde 600.000 Mal verkauft und die Goldedition 700.000 Mal. Im Verlaufe der nächsten, ich glaube so 5 Jahre war das. Und hier gab es jetzt neue Innovation, kann man wirklich sagen, ja. Also es gab auf einmal sich stark unterscheidende Fraktionen, die neue Mechaniken auch mitgebracht haben. Es gab Göttermechaniken, beziehungsweise dann Priester. Es gab spezielle Ressourcen auf einmal, teilweise auch volksspezifische Ressourcen. Es gab auf einmal Micromanagement von Truppen. Denn bislang war es bei Die Siedler 1 und 2 so, dass man quasi einen Angriffsbefehl gibt, aber die Truppen automatisiert zum Gegner rennen und diesen angreifen und die Ziele selber quasi irgendwie wählen. Bei Siedler 3 hatte man dann auf einmal ein bisschen Micromanagement. Zwar noch sehr grob, aber du konntest, ne, ein Fenster ziehen mit dem Cursor, Truppen auswählen und rechtsklicken auf einen Turm oder eine Festung oder was weiß ich. Oder die auch einfach nur positionieren an der Grenze. Das war was speziell Neues für die Siedlerreihe. Und es gab jetzt auf einmal spezielle Siedler, also Pioniere, Diebe, etc. in größerer Ausführung. Und ich glaube, generell kann man sagen, es gab von allem mehr und alles wurde spezieller, ohne sich zu verlieren. Weiterhin aufbauend auf der DNA von Die Siedler. Und das ist wahrscheinlich mit Die Siedler 2 das erfolgreichste, also auch das bekannteste Siedler. Ja, und war ein Riesenerfolg. 2001 übernahm dann Ubisoft Blue Byte. Und im selben Monat wurde Die Siedler 4 released. Also da war jetzt Ubisoft nicht schon treibende Kraft hinter. Und Die Siedler 4 waren eigentlich sehr ähnlich im Verhältnis zu Siedler 3, wie es Siedler 2 zu Siedler 1 war. Hier war Volker Werdig auch nicht dabei. Und im Grunde war das eine Reihe von Verbesserungen zu Siedler 3. Also das Micromanagement von den Truppen wurde besser und genauer. Das Management der Ressourcen und der Siedler wurde verbessert. Man konnte da jetzt viel mehr im Detail einstellen. Und was ich sehr krass fand und dann auch den Wiederspielwert ankurbelt, weshalb auch Die Siedler 4 das bis heute immer noch aktiv betriebene Spiel von der Siedlerreihe ist, wo die Community komplett ham geht. Es gibt da Fanmade HD-Patches von Scouty, der hat sich echt verdient gemacht in der Siedler-Community. Und es gibt da super viel PvP-Turniere, Weltmeisterschaft, hast du nicht gesehen, bis heute. Kamen, darauf wollte ich hinaus, Random Maps, beziehungsweise prozedural generierte Maps
Und der Online-Multiplayer wurde optimiert. Den gab es schon bei Siedler 3, aber hier wurde der wirklich nochmal ordentlich optimiert. Und das Spiel wurde 300.000 Mal verkauft in dem Jahr, war laut Golem.de erfolgreichstes in Deutschland entwickeltes Spiel bis dato und war krass. Volker war da nicht mehr dabei, denn der hat gesagt, yo, das ist zu wenig Zeit, was ihr ansetzt bei Blue Byte, denn ursprünglich sollte Siedler 4 2000 schon rauskommen, 2 Jahre nach Siedler 3. Das sei ihm zu wenig Zeit für einen würdigen Nachfolger. Und ja, das war so das, was man die Traditionsreihe nennt und was ich die goldene Siedler-Ära nennen würde, Teil 1 bis 4. Ich hatte es eben auch schon angerissen, die Siedler schaffte es auch international zu gehen. Der erste Teil hieß in den USA Surf City, Life is Feudal. So ein bisschen, weil es so mittelalterlich ist, weil The Settlers wollte man ursprünglich nicht sagen, weil es so, ja, gerade in den USA, Siedler, Besiedlung des Wilden Westens, die indigenen Völker wurden da krass unterdrückt, so wollte man das da nicht nennen. Als Siedler 2 rauskam, haben sie aber irgendwie drauf geschissen und dann hieß es einfach The Settlers 2 und ja, jetzt bis heute heißt das ja dann auch international The Settlers. Fand ich aber nur ganz interessant. So, jetzt habe ich ein paar Mal Volker Wertig genannt. Und ich habe jetzt auch gesagt, dass das hier die Traditionsreihe war oder die goldene Ära. Aber was passierte denn jetzt? Also Volker Wertig hat 1997 vor Siedler 3 Blue Byte verlassen und an Siedler 2 auch gar nicht mitgearbeitet. Das heißt, er hat 1993 Siedler 1 rausgehauen, boom, Mic Drop. Dann haben andere Mitarbeitende das genommen und Siedler 2 gemacht, optimiert. Und dann war das alles so erfolgreich, dass er als Externer zurückkam und Siedler 3 wieder geleitet hat. Creative Director, also er hat den kreativen, die kreative Leitung. Und dann ist er wieder reingehauen. Volker Wertig hat 1997 Phenomic Game Development gegründet, ein eigenes Entwicklerstudio, und hat fortan an Spellforce gearbeitet. Das heißt, er hatte wohl da schon seine Pläne, 1997 gegangen, eigenes Entwicklerstudio gegründet. Dann gab es aber bei Blue Byte drüben, oh, Siedler 3 soll starten, oh, da ist er wohl nochmal hin. Und hat dann danach Spellforce gemacht. Ne? Wir hatten erst letztens oder auch vor ein paar Jahren hier Spellforce 3 super viel Spellforce als Thema. Spellforce ist auch eins der dicksten deutschen Gaming-Brands. Super erfolgreich. Und das hat der dann 2003 rausgehauen. Und in der Zwischenzeit, ne, natürlich die Siedler, super erfolgreich. Wollte man unbedingt dran anknüpfen, hat Ubisoft überlegt, wie man weitermachen könnte. Und hier beginnt die meiner Meinung nach Traditionsbruchreihe. Und da will ich vorab auch mal was sagen. Also ich habe es vorhin schon angerissen, hier kommen jetzt Teile nach und nach raus, die wirklich von Teil zu Teil auch alles über den Haufen werfen. Also nicht nur das, was es bisher gab, sondern fortan gab es auch immer Teile, die alles vom vorherigen Teil wieder über den Haufen geworfen haben. Und wieder über den, und wieder und wieder. Also es ist der übelste Fiebertraum ab jetzt. Aber jedes Spiel für sich genommen, losgelöst von der Siedlerreihe und der Siedler-Thematik und das, was Siedler-Fans oder die Hardcore-Siedler-Community wahrscheinlich sich wünscht und als Siedler definieren, losgelöst davon sind das valide Spiele, ne? Im Gegensatz zu dem, was jetzt vor einer Woche und zwei rauskam. Das war ja einfach nur unfertig und eine Katastrophe. Aber die Spiele aus der Traditionsbruchreihe sind für sich genommen valide Spiele. Und wenn man nur die kennt, wahrscheinlich auch sehr gute Spiele, ne? Da bin ich voreingenommen. Aber ich höre immer wieder Leute in meinen Kommentaren oder die in meinen Twitch-Chat kommen und sagen, die Siedler 5, ich nenne es jetzt hier beim Namen, ist das beste Siedler, war mein erstes Siedler. Boah, ich habe das so viel gespielt. Da kommt halt ultra viel Nostalgie dazu. Ich kann das auch voll nachvollziehen. Und die vorherigen Teile jucken dann ja nicht,
weil die holt man dann ja nicht nach, bevor man, oh, bei Karstadt, die Siedler 5, krass, das kaufe ich mir, das Erbe der Könige, bevor ich das jetzt nicht, also ich spiele jetzt vorher nicht die anderen Teile, bevor ich mir das hole als 12-Jähriger, ist ja Quatsch. Dementsprechend, das muss man mit einbeziehen. Aber jetzt beginnt trotzdem die Traditionsbruchreihe für mich. 2004 kam die Siedler 5, das Erbe der Könige, der Teil, dessen Name nicht genannt werden darf, eigentlich raus. Und hier beginnt das Shitfest, meiner Meinung nach. Man hat mit allem gebrochen. Und ich habe gebrochen. Es gab keinen Comic-Look mehr. Es gab jetzt einen realistischen Look. Es gab jetzt voll 3D. Man konnte sogar die Kamera auch drehen. Und es gab keine unterschiedlichen Völker mehr oder Kulturen. Die Wirtschaft. Es gab keine Lieferketten oder Warenwege mehr. Also nur noch ganz, ganz minimal. Es gab kein What you see is what you get mehr. Dinge sind einfach produziert worden und oben in den Zahlen also es gab das, ne, was ich vorhin alles aufgestößt habe, nicht mehr. Und die Rohstoffe, die es in dem ganzen Spiel gibt, wurden 6. Also es gab nur noch 6 Rohstoffe, so rum. Was im Vergleich zu vorher ein Bruchteil ist. Und das Gameplay ist wirklich alles andere als das, was man als ein Siedlerspiel definieren würde. Auf Grundlage der Traditionsreihe. Das heißt, wir haben keine Siedler eigentlich mehr, sondern die wurden so Arbeitskräfte oder Dorfbewohner à la Age of Empires. Man hat die legit ausgewählt und auf den Baum rechts geklickt. Also das, was ich vorhin gesagt habe. Und die haben Steuern geliefert. Steuern? Wie bei Stronghold? Der Fokus war nun voll auf Kampf und weg auf Aufbau. Weg von Aufbau. Also es war kein Aufbaustrategiespiel mehr, sondern es war ein kompetitives RTS. Also jetzt der Fokus im Grunde. Ja, natürlich gab es Aufbauelemente. Es gab auf einmal Helden mit Fähigkeiten, wie bei Warcraft 3. Kam, glaube ich, ein Jahr eher raus. Es gab eine Burg, die nicht fallen durfte, die nicht zerstört werden durfte, wie bei Stronghold. Es gab Forschung auf einmal. Es gab 4 Militärgebäude, wie man das von Age of Empires kannte. Leibeigenen konnte man zur Miliz rufen mit einer Alarmglocke, wie bei Warcraft 3. Es gab Kampf mit Hauptmännern, also man hat so kleine Trupps gebildet. Und wenn da Leute gestorben sind, musste man mit dem Hauptmann zurück und diesen Trupp erst wieder auffüllen, bevor man wieder an die Front konnte. Also man konnte jetzt auch nicht geil wie bei einem kompetitiven, nicen RTS Truppen nachpumpen und also es war alles weird. Und ihr merkt schon, ich habe jetzt viele Anlehnungen gemacht an andere RTS-Spiele. Mein Eindruck ist, und das ja geht dann auch aus Interviews hervor, da wollte man auf einmal ganz viel mehr. Ne? Man hatte eine richtig dicke, erfolgreiche Brand. Die Siedler war bis dahin Hammer. Und jetzt wollte man mehr. Man wollte international gehen. Ja, die Siedler gab es auch vorher schon mal international. Aber das war jetzt nicht ein Riesenerfolg im Ausland. Und das wollte man ändern. Und ja, dann hat man sich wahrscheinlich angeschaut, was sind denn gerade erfolgreiche RTS-Spiele da draußen und hat sich komplett bedient und sich gar nicht mehr auf seine Wurzeln besonnen. Und Fun Fact, das Spiel war ein Erfolg. Also das Spiel wurde 250.000 Mal verkauft in dem Jahr, war das 5. meistverkaufte Spiel in Deutschland und das meistverkaufte Strategiespiel in dem Jahr. Oh, und ich habe eine wichtige Sache vergessen. Es gab gar keine prozedural generierten Maps mehr. Und Gebietserweiterung, diese spezielle Gebietserweiterung, die ich am Anfang nannte, gab es auch nicht mehr. Also es wurde wirklich literally jede einzelne Komponente der Siedler-DNA, die ich aufgezählt habe, gab es nicht mehr. Also fällt mir gerade so auf, wo ich drüber rede. Wirklich alles, was ich aufgezählt habe, gab es auf einmal nicht mehr. Stattdessen ganz viele einzelne Elemente aus damals amtierenden krassen Echtzeitstrategiespielen. Und jetzt fragt man sich, wer war verantwortlich?
Nicht, um jetzt eine Hexenjagd zu machen, da sind wir ja 18 Jahre zu spät auch. 19. Sondern aus Interesse. Ne? Wir wissen, Volker Wertig ist weg. Der hat ein Jahr vorher Spellforce rausgehauen und arbeitet gerade an Erweiterungen dafür oder Spellforce 2 schon. Tatsächlich waren hier zwei Herren mitverantwortlich, nicht hauptverantwortlich, die teilweise schon an Siedler 1 gearbeitet haben und dann dafür gesorgt haben, dass Siedler 2 richtig geil wird, während Volker sich ausgeruht hat. Nämlich Thomas Friedmann und Thomas Häuser, ganz viele Thomasse, die haben selber auch gar nicht mehr bei Blue Byte gearbeitet, sondern die haben gemeinsam mit Thorsten Kneisel, ähnlich wie der Werther, Volker Wertig, Werther ist dann die Kombination, sich 1998 auch ausgegründet zu Fanatics. Die haben Cultures gemacht. Cultures ist ja so ein Siedler-like, kennt ihr vielleicht. Cultures 1, Cultures 2, ich glaube, es gab sogar noch viel mehr Teile. Habe ich früher auch gespielt. Hat mir sehr gut gefallen damals. Ich wüsste gar nicht, wie mir das heute gefällt. Die haben teilweise an Siedler 1 mitgearbeitet, das halt rund gemacht. Und dann Siedler 2 gemacht. Bei Siedler 3 waren die gar nicht dabei. Weil da haben die dann hier ihr Fanatic gemacht. Nicht Fanatic, Fanatics. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, tut mir leid. Die gibt es auch inzwischen, glaube ich, nicht mehr, sondern die sind jetzt bei InnoGames oder so. Und wurden jetzt hier wahrscheinlich engagiert von Blue Byte und oder Ubisoft, um als Externe jetzt irgendwie Siedler 5 zu machen. Finde ich ganz interessant. Also wir haben hier eigentlich Experten, die vor allem an der Traditionsreihe mitgearbeitet haben, aber nicht für die Innovation dort hier zuständig waren, I guess. Ne, ich stecke da nicht drin, ich war nicht dabei. Es fällt nur auf, immer wenn Volker Wertig dabei war, gab es Innovation. Die haben eher ordentlich schön poliert und Verbesserungen reingebracht, sinnvolle Verbesserungen. Die haben komplett Siedler 2 gemacht. Eins der erfolgreichsten Siedler. Ja, und die waren jetzt back und haben ja jetzt gar nicht mehr Siedler gemacht irgendwie, ne? Aber im Folgenden haben die auch noch Siedler 2, die nächste Generation gemacht. Das war das Remake. Und auch die Siedleraufbruch der Kulturen, da waren es auch dabei. Also alles, was so Siedler 2-artig war oder so Cultures-artig, sag ich mal, da wurden die rangeholt, um das zu machen. Aber hier bei Siedler 5, ich weiß nicht, was die geritten hat. Man kann nur mutmaßen. Keine Ahnung, was da auch vielleicht Ubisoft gesagt hat oder Blue Byte. I don't know. Ich weiß es nicht. 2006 kam dann das nächste Siedler raus, zwei Jahre später, und das war die Siedler 2, die nächste Generation. Und das war letztendlich einfach nur ein Remake von die Siedler 2. Brauchen wir nicht so viel drüber reden. 2007, ein Jahr später, kam dann die Siedler für den Nintendo DS heraus. Das war quasi einfach nur Siedler 2 für Nintendo DS. Und das war wohl auch super verbuggt am Anfang und ein ziemliches Shitfest. Aber gut, gab es dann auch die Siedler für Nintendo DS. Und 2007 kam dann der nächste Hauptteil. Die Siedler 6. Und das war wieder was vollkommen anderes. Hier musste man auf einmal, wie in Anno, die Infrastruktur einer Siedlung errichten. Dabei waren Bedürfnisse super wichtig, ja, also man hat quasi selber, es gab wieder gar keine Völker, aber irgendwie wieder Helden und eine eigene Spielfigur. Und die stieg in Adelsrängen auf, ähnlich wie bei Stronghold 2 mit dem Bankett und so, kennt ihr vielleicht. Und wenn man dann in einen neuen Adelsrang aufgestiegen ist, dann schaltete man neue Gebäude frei und beziehungsweise upgradete Gebäude. Und dadurch gab es dann neue Bedürfnisse der Siedler, die man erfüllen musste, indem man dann neue Sektoren auf einmal erobern musste. Also jetzt gab es weder diese spezielle Gebietserweiterung, die ich vorhin beschrieben habe, noch
Open Map RTS, competitive à la Age of Empires oder Warcraft oder Empire Earth oder hast du nicht gesehen, sondern jetzt gab es Sektoren wie in Stronghold 2. Das heißt, man musste in den angrenzenden Sektor gehen, den erobern, weil in jedem Sektor gab es spezielle Ressourcen und nur da. Gut, manchmal hat sich das gedoppelt, aber man brauchte die, um die neuen Bedürfnisse der Siedler zu befriedigen. Also auch wieder ganz anders alles, ne? Sehr Anno-lastig, sehr Stronghold-lastig. Genau, es gab auch wieder eine Burg am Anfang, die nicht fallen durfte. Und jetzt gab es auch wieder, ne, Micromanagement der Truppen, wie bei Siedler 5 oder bei herkömmlichen RTS-Spielen. Aber die war, also dieses Micromanagement war ultra bad umgesetzt, meiner Meinung nach. Es war sehr clunky, sehr klobig. Es war auf einmal sehr essentiell, auch dicke Mauern zu ziehen, à la Stronghold. Ja, ich war wenig angetan, losgelöst aus der Siedlerreihe, war das Ding auch wieder recht erfolgreich. Auch wenn die Zahlen jetzt trotzdem peu à peu runtergingen, ne? Also Siedler 5 war schon erfolgreich mit 250.000 verkauften Einheiten in dem Jahr, aber es war trotzdem nicht so stark wie in Siedler 4 oder in Siedler 3, sondern eher knapp so wie in Siedler 2, was aber in der Zwischenzeit natürlich viel mehr verkauft wurde, aber jetzt im Release-Jahr. Siedler 6 jetzt, worüber ich gerade sprach, verkaufte sich nur noch 100.000 Mal, was immer noch gut ist. Aber es waren halb so viel verkaufte Einheiten nur noch. Und, Fun Fact, bekam 6 deutsche Entwicklerpreise. Ganz weird. Also, auch das, warum bekommt genau Siedler 6 jetzt auf einmal 6 deutsche... 6! 6 Oscars! Why? Und ich muss sagen, selbst losgelöst aus der Reihe war das nichts Halbes, nichts Ganzes, weil entweder ich spiele Stronghold 2 oder Anno. Das war ganz solide. War kein schlechtes Spiel, Siedler 6. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gar nicht. So, 2008 gab es dann die Siedler, Aufbruch der Kulturen, habe ich eben schon angerissen. Das waren die Leute von Funcom. Und das war quasi wie eine Erweiterung zu die Siedler 2, die nächste Generation. Nur, dass die Maps irgendwie super weird eng waren. Und es gab ganz komische Völker, also es gab einfach Ägypter, dann Bayer, also die Bayern gab's mit Latzhosen und Brezeln, Ägypter, Bayern und Schotten. Hä? Gut, auch aus ganz anderen, naja, ist auch egal. War komisch. Und es gab dann so ein paar spezielle Mechanics, zum Beispiel Ägypter nutzten gar kein Holz, sondern Lehm und das musste man aus Stein und Wasser machen und war weird. Aber ein solides Spiel. Waren auch wieder die Leute von Fanatics. Nicht Funcom. Fanatics. Digga. War okay. 2010 dann die Siedler 7. Und hier gab es endlich wieder Comic-Look auf einmal. Also gab es bei Siedler 6 auch nicht, ne? Das war ja seit Siedler 5 irgendwie, wollte man diese realistische. Bei Siedler 6 war es sehr Anno-Grafik-mäßig, fand ich. Und Siedler 7 war jetzt auf einmal wieder richtig heftig Comic-Look. 2010, Siedler 7, Comic-Look. Es gab wieder Produktionsketten auf einmal, cool. Aber wiederum auch gar kein Micromanagement der Truppen mehr. So wie bei Siedler 1 und 2 quasi. Also, ne, an sich gute Ansätze. Es gab aber weiterhin wieder Sektoren zur Erschließung neuer Güter. Forschung war jetzt auf einmal wieder da. Gab es bei Siedler 6 zwischenzeitlich nicht mehr. Allerdings an sich gut interpretiert auf Siedlerart. Also hat mir ganz gut gefallen, die Art und Weise, wie das ganze Forschungssystem war. Aber was richtig weird an dem Spiel war, dass es so Prestigepunkte gab, mit denen man dann neue Gebäude freigeschaltet hat. Und es gab Siegpunkte, mit dem man die Partie gewinnen konnte, unabhängig von einem militärischen Sieg. Das, was zumindest bislang alle Teile gemeinsam hatten.
gab es jetzt hier auch noch, aber eher, es war so wie bei Civilization. So, es gab jetzt einmal unterschiedliche Siegpunkte für Diplomatie, für hast du nicht gesehen, wie man denn die Partie gewinnen konnte. Also es war, hä, what ist jetzt los? So, das Spiel auch für sich genommen, ein gutes Spiel, I guess. Aber wenn man jetzt irgendwie wieder auf die Reihe schaut, irgendwie wieder, also mal Hümerhot, es ist super weird. Kein Teil gleich dem anderen, nicht mal vom Look and Feel her, geschweige denn von den Mechanics, von den elementaren Bausteinen. Mal ist es RTS, die komplette Map ist frei zugänglich, mal gibt es Sektoren, mal gibt es diese spezielle Gebietserweiterung oder auch nicht. Es ist alles weird, mal gibt es Produktionsketten, mal nicht. Ihr habt es bis hierhin gehört. Und dieses Spiel hat sich vermutlich sehr schlecht verkauft, weil ich habe keine Verkaufszahlen gefunden, aber es hat sich zumindest nicht 100.000 Mal verkauft, weil dann hätte es so einen Gold Award gegeben, der wird immer verliehen, wenn ein Spiel sich viel in Deutschland verkauft hat. Gibt es dann noch den Platin Award für 200.000 verkaufte Einheiten oder 250.000? Ja, und hier gab es keinen Award und auch irgendwie keine Verkaufszahlen. Suspicious. Und dann war auch lange Ruhe irgendwie. 2010 kam dann noch Die Siedler, meine Stadt raus. Das ist ein Facebook-Browser-Game gewesen. Reden wir nicht weiter drüber. Ein Jahr später, 2011, gab es dann Die Siedler Online. Das war dann abseits von Facebook ein Browser-Game. Und 2014, mittlerweile 4 Jahre nach dem letzten Hauptteil, ich glaube, eine so große Pause gab es bislang, naja, ist auch egal, wurde Die Siedler, Königreiche von Antaria, angekündigt. Und jetzt horcht ihr vielleicht auf, kenne ich gar nicht. Ja, gibt's auch gar nicht. Also, es wurde vor Die Siedler, neue Allianzen, was jetzt rauskam, schon mal ein Siedler 8 2014 angekündigt. Und Fun Fact, ein Jahr später gab es eine geschlossene Beta 2015 und da wurde dann bekannt, okay, wir gehen nochmal in die Entwicklung. Das kam so scheiße an. Das ganze Projekt wurde dann völlig eingestampft im Rahmen der Siedlerreihe und wurde 2016 released, abseits der Siedlerreihe, unter dem Namen Champions of Antaria. Und das, also ne, man hat sich entschieden, dass, okay, kein raus aus der Siedlerreihe, kommt nicht so gut an, aber wir haben das jetzt, was machen wir damit? Naja, also es ist irgendwie kein Siedler, aber war als Siedler geplant, wie so ein ausgestoßenes Kind, weißt du? Und das Game ist ein richtig weirder Mix, weil man hat eine Map ohne Feinde, wo man nur siedelt, aber Hauptaspekt des Spiels ist, man geht dann von dieser Map, seinem Safe Space, los mit Helden auf Missionen. Und auf diesen Missionen steuert man quasi eine Truppe aus Helden und Heldinnen, wie in Warcraft 3, und cleart Maps. Und dann kommt man wieder und hat Ressourcen und Güter und was weiß ich und kann dann seiner Stadt weiter bauen. Ganz weirder Genre-Mix. Ist auch kein gutes Spiel. Aber das wissen wirklich viele nicht oder haben schon verdrängt. Und jetzt die Frage, was hat Volker Werdig in der Zwischenzeit gemacht? Volker Werdig hat in der Zwischenzeit 2006 um Gottes Willen, Spellforce 2 rausgebracht. Ne, da gab es dann auch nochmal Add-ons. Und seine Firma, die er gegründet hatte 1997, Phenomic Game Development, wurde dann von EA übernommen und wurde zu dem, was vielleicht viele auch von euch kennen, EA Phenomic. Und die haben zum Beispiel dann, also der Volker war dann da auch, ne, Geschäftsführer und so. Und die haben, oder war er Geschäftsführer? Auf jeden Fall war der da noch dick drin, you know. Und die haben dann Battleforge gemacht. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Wurde dann ja irgendwann eingestampft, aber gibt es inzwischen ja wieder unter dem Namen Skylords Reborn. Hatten wir hier auf dem Kanal auch viel gebracht.
ist ein Fanmade-Projekt. Ja, und 2013, also in der 2013 wurde EA Phenomic dann leider eingestampft von EA und der Folger hat dann Envision Entertainment gegründet. Ein neues Entwicklerstudio. Also der hat versucht, mit EA zu heiraten, hat nicht geklappt, nur ein paar Jahre. Die haben auch noch andere Titel gemacht, Command & Conquer zum Beispiel. Das Ding ging dann Bruch, diese Beziehung. Und dann hat er ein neues Entwicklerstudio gegründet, Envision Entertainment 2013. Und da hat man auch wohl direkt einen Deal mit Ubisoft geschlossen. Und an diesem Punkt startete wohl die Entwicklung oder die Arbeit an Die Siedler Neue Allianzen. Denn, ne, nochmal kurz zurück, 2014 wurde, ein Jahr später, wurde ja Die Siedler Königreiche von Antaria angekündigt. Und das kam ja so schlecht an, da war übrigens, ich weiß gar nicht, wer da inzwischen involviert war, das kam ja so schlecht an, dass das ja gar nicht mehr als Siedler gebrandet wurde und so, wurde dann 2015 entschieden. Und in der Zwischenzeit hat Ubisoft schon einen Deal gehabt seit 2 Jahren mit Envision Entertainment. Und wahrscheinlich haben die da gedacht, ja gut, wir lassen das mal Volker machen mit Siedler 8. Und die Siedler Königreiche von Antaria machen wir zu Champions of Antaria. Und dann ist gut. Und dann war erstmal Sendepause. Bis 2018, Riesensprung. Und das habt ihr jetzt vielleicht alle langsam präsent im Kopf. Denn da gab es eine fette Gamescom-Ankündigung von Ubisoft, dass ein Siedler-Reboot kommt. Nämlich die Siedler Neue Allianzen. Hieß das damals eigentlich schon, die Siedler Neue Allianzen? Oder sprach man nur von einem Siedler-Reboot? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hieß es dort, es sei angeblich seit 2016 in Entwicklung. Und alles wurde kommuniziert nach außen in Form von Volker Wertig ist wieder da. Also es gab Interviews, er war auf der Gamescom viel da. Und die Kommunikation damals lautete mit Volker Wertig, ja, der ist jetzt wieder da. 2019 soll das Spiel rauskommen. Und wir berufen uns wieder auf die alte Schule. Also da gab es dann in den, also diese Interviews mit Volker Wertig, der hat da Dinge gesagt, wo alle Siedler-Fans von der goldenen Ära der Siedler-Traditionsreihe einen angenehmen Halbharten bekommen haben. Ja? Der hat gesagt, back to the roots und hat diese ganzen Siedler-DNA-Bausteine aufgezählt. Und es gab schon ordentlich Gameplay zu sehen auf der Gamescom. Und Fun Fact, ich habe das Siedler da hinter den Kulissen spielen dürfen. Ich war da. Und das war ein ganz anderes Spiel als das, was jetzt vor einer Woche rauskam. Ganz anders. Das war sehr Siedler 2-lastig, Siedler 1-lastig. Mit ein paar Neuerungen. Aber ja, also man hatte zum Beispiel trotzdem jetzt Helden oder Champions. Und die konnten die Champions von Gegnern herausfordern. Also stellt euch vor, das Spiel ist so eigentlich wie Siedler 2. Vielleicht so ein Mix aus Siedler 2 und Siedler 3, aber eher Siedler 2. Und dann gab es so ein paar neue Mechanics. Wie zum Beispiel, genau, Champions. Die konnten zum Gegner rennen und die herausfordern. Und dann gab es ein Duell. In einer Arena, so im Kolosseum. Oder man konnte die gegnerische Bevölkerung quasi überzeugen, dass die zu einem selber wechseln. War wild. Hat mir nicht zugesagt, als Siedler 3 und 4 Fan vor allem. Aber ich habe es anerkannt als ein gutes Siedler und back to the roots. Dieses Siedler, wie gesagt, sollte 2019 rauskommen, kam aber nicht. Im August 2019 wurde dann gesagt, ja, kommt 2020. Gab es wieder gar keine Kommunikation. Im Juli 2020 wurde dann gesagt, jo,
wird wieder verschoben. Auf unbestimmte Zeit. Und 2 Jahre später, 2002, also inzwischen schon 4 Jahre nach der Ankündigung, wo man gesagt hat, nächstes Jahr kommt's, 4 Jahre später, 2002 im Januar, gab es dann die Info, jo, Spiel ist fast fertig, im März wird's released, 2022. Und im Zuge dessen gab es eine Beta. Und die habt ihr vielleicht alle miterlebt. Die war eine absolute Katastrophe. Also, da war wirklich niemand glücklich. Also, niemand. Weder Fans von der Traditionsreihe, noch Fans von den einzelnen Spielen der Traditionsbruchreihe, I guess. Und dann hat Ubisoft gesagt, okay, das Ding wird wieder bis auf unbestimmte Zeit verschoben. Und dann gab es wieder gar keine Kommunikation. Und jetzt kam das Spiel raus. Also was heißt keine Kommunikation? Nee, das stimmt nicht. Also im Zuge des letzten Jahres gab es immer mal wieder so, was kommt. Und dann kam das Spiel jetzt raus. Und das ist ein absoluter Reinfall, das Spiel. Es gibt jetzt einen Ingame-Shop. Da kann man sich Tower-Skins kaufen, zum Beispiel, oder Titel. Gibt da auch eine Währung. Gab natürlich zum Launch jetzt ordentlich Twitch-Drops. War für mich so ein bisschen die Liste der Schande der aufgeführten Twitch-Kanäle da, aber muss ja jeder selber wissen, I guess. Also no offense. und das Spiel war nicht fertig. Die KI, die in diesem Spiel fungiert hat, hat nichts gemacht. Also die hat nicht fungiert. In der Kampagne wurden Gegnerwellen geskriptet, bis die dann nicht mehr kamen. Und dann ist man vorgestoßen und hat gesehen, aha, die KI dort in ihrer Basis, die hat ja nichts gemacht. In Gefechten, also normalen Partien, gab es nur den einen, oder gibt es, stand jetzt, nee, bis vorgestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, gab es nur 1-gegen-1 Modus. Man konnte dort eins von 3 weirden Fantasy-Völkern wählen. Man konnte aber gar nicht den Gegner einstellen, weder ob das ein Computer ist oder ein Spieler, welcher Schwierigkeitsgrad, welche Map. Gibt doch gar keine zufallsprozedural generierten Maps mehr. Man konnte nichts einstellen, man hat einfach 1-gegen-1. Ihr habt das hier gespielt, könnt euch reinziehen. Aber es gab noch abgebildeten 2-gegen-2 Modus und 4-gegen-4 Modus. Wenn man darauf geklickt hat, ist nichts passiert. Mittlerweile gehen wohl diese Modi. Aber auch nur mit Spielern kooperativ gegen KIs. Die KIs dort übrigens funktionieren auch nicht. Also die machen nichts. Und die Kampagne ist auch, wie eben schon gesagt, auch inhaltlich von den Missionen absoluter Reinfall. Achso, und Online-PvP funktioniert nicht. Da gibt es nach 5 Minuten immer im Desync und 9 von 10 Partien werden abgebrochen, weil die disconnecten. Also, wenn man sich mal überlegt, ob das jetzt seit 2013 oder 2016 in der Entwicklung ist, oder wie lange es schon Pläne für dieses Spiel gab, nach so einer langen Zeit und so viel Auf und Abs, kam das jetzt dabei raus. Und Fun Fact, Volker Wertig ist in der Zwischenzeit reingehauen. Der saß da gar nicht mehr dran. Die haben 2018 die ganze Kommunikation um ihn aufgebaut. Und irgendwann vor der Beta, die es Anfang 2022, Anfang letzten Jahres gab, ist er reingehauen. Und dazu gab es keine öffentliche Kommunikation, I guess. Es hieß nur, man habe sich aufgrund von inhaltlichen Differenzen getrennt. Und das ist jetzt alles irgendwie der Sargnagel. Aber Leute, gebt die Hoffnung nicht auf. Denn Volker Wertig ist zwar da reingehauen und das war mit Sicherheit, hoffentlich, der letzte Siedlerteil. Irgendwie auch schade. Aber man, ganz ehrlich, seit 2004 guckt man da jetzt einen Karren an, der langsam im Schlamm versinkt, aber irgendwie auch nicht untergehen will. Ist ganz weird. Jetzt geht er unter, I guess. Schade für alle Beteiligten übrigens, die daran entwickelt haben, seit 10 oder 7 Jahren, whatever. Volker Wertig ist zwar reingehauen, war aber ja nur externer Mitarbeiter
weil der hat ja jetzt Envision Entertainment 2013 gegründet gehabt. Und der hat eine Woche vor Release von Siedler 8 jetzt einfach den Mittelfinger rausgeholt und sein neues Spiel angekündigt. Pioneers of Pagonia. Quasi ein Siedler-like. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Und dazu gab es jetzt leider noch kein Gameplay, aber es wurde gesagt, dieses Jahr startet es in den Early Access. Es ist kein großer Publisher drin, das hat Vor- und Nachteile. Und es ist sehr klassisch auf Siedler 1 bzw. 2 bezogen. Es soll gar kein PvP geben. Es soll nicht wirklich Feinde geben auf der Map, eher sowas wie Banditen oder neutrale Camps, I guess. Und es soll keine Kampagne wohl geben, aber dafür prozedural generierte Maps. Also, mal gucken, wie das wird. In Interviews klingt das alles sehr, sehr gut. Maurice von der GameStar hat es auch vorgestellt. Aber es bleibt mit Vorsicht zu genießen. Ganz ehrlich, nach so einer Historie würde ich euch raten, Obacht. Wobei, immer wenn Volker Werdig da war, ist was Gutes entstanden. Bis auf bei Siedler 8. Aber da finde ich es auch konsequent. Wenn, man weiß nicht genau, wie es war, aber wenn wir jetzt annehmen, irgendwer dort wollte, dass das Spiel nicht so wird, wie er sich das vorstellt, also ist er gegangen oder wurde er gegangen. Who knows? Auf jeden Fall gab es Stress. Vielleicht sogar Schläge. Und hier stehen wir nun. Jetzt kann man sich fragen, wie ist das alles möglich? War das jetzt der doofe Publisher? Oder hat Volker Werdig da jeden Tag in den Raum gekackt und keiner konnte ordentlich arbeiten? Und also was ist passiert? Und das Ding ist, das wissen wir nicht. Keiner kann das sagen. Ich kann euch nur sagen, ich fände es falsch, jetzt nur Ubisoft dafür verantwortlich zu machen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Allein, dass sie 50 Millionen Euro in die Entwicklung von Siedler 8 versenkt haben. Gut, ist jetzt nicht unbedingt Skill, auf den man stolz sein sollte, aber es zeigt ja zumindest, dass der Publisher als Geldgeber dort Chancen gegeben hat und an etwas geglaubt hat und geduldig war über 10 oder 7 Jahre, who knows. Und das ist schon nicht bad im Grund, also im Grunde, ne? Was ich euch hier empfehlen kann, und da würde ich überleiten, ist ein Video von der GameStar, wo vor einem Jahr Maurice und Heiko Klinge sich die Frage gestellt haben, was ist passiert? Ganz spezifisch in Bezug auf Siedler 8. Also dem richtigen Siedler 8, ne? Nicht Champions of Antaria. Und da schicke ich euch jetzt mal rüber. Das ist ganz interessant. Das war für mich sehr ausschlussreich und das war auch alles sehr fair, also wirkte sehr fair. Ich bin fertig. Das war jetzt eine knappe Stunde Monolog. Ein Mix aus was war, was kommt. Ich habe ein paar Fakten genannt, I guess. Ich habe euch ein bisschen aufgezeigt, wer alles so daran beteiligt war und wann. Und ich glaube, alles in allem kann man sagen, wir haben hier also wirklich in den 90er Jahren eine Story gehabt, das war, Junge, from the bottom to the top, you know. Also Siedler 1 bis 4, damals der absolute Hammer. Und danach ein Auf und Ab über 20 Jahre. Also dieses Jahr wird Siedler 30 Jahre und 20 Jahre davon waren scheiße, Digga. Ganz ehrlich. Also in Summe, wie gesagt, für sich genommen die Spiele, kann man durchaus spielen, ne? Waren auch erfolgreich, mal mehr, mal weniger. Haben Entwicklerpreise gewonnen. Aber es ist Kraut und Rüben. Man kann doch gar nicht Fan von einer Reihe werden, wenn jedes Spiel ein komplett anderes ist. Und da wieder der Verweis auf sowas wie Anno, ne? Oder auch Age of Empires. Wobei Anno ist eher ein guter Vergleich, weil ähnlich viele Titel draußen sind und eine ähnliche zeitliche Historie auch vorliegt. Und witzigerweise das Spiel auch von Ubisoft ist. Ich verabschiede mich.
Ihr könnt gerne mal eure Gedanken teilen, und in der Videobeschreibung sind noch ein paar Sachen verlinkt, unter anderem auch das Video von der GameStar. Grüß die beiden von mir. Also mit dem Maurice und den Heiko. Auf bald. Tschüssi.